Ein neuer junger Trainer, einige Topstars, die in diesem Sommer verpflichtet wurden und der Hunger auf Titel. Nach der titellosen Saison im vergangenen Jahr möchte der FC Bayern München jetzt das Triple holen, im Optimalfall Bundesliga, Pokalsieg und natürlich das Champions League Finale. Darum, in diesem Video präsentiere ich dir die Aufstellung und taktische Ausrichtung, mit der der FC Bayern München in dieser Saison starten wird. Ich werde alle Positionen durchsprechen, zu jedem Spieler im Bayern-Kader etwas sagen über seine Rolle, welche Position er spielen kann und wie wichtig er auch sein kann für den FC Bayern München. Dementsprechend bleib ohnehin bis zum dran, abonniert den Kanal und wir starten direkt rein. Als allererstes ein paar Hintergrundinformationen. Und zwar wissen jetzt wahrscheinlich mittlerweile alle, dass unser neuer Cheftrainer beim FC Bayern München Vincent Kompany ist. Und Vincent Kompany hat in den ersten Testspielen eine Dreierkette ausprobiert gegen Rottach-Egern und noch im Spiel gegen den ersten FC Düren. Als es dann aber gegen Tottenham ging, in den Vorbereitungsspielen und auch nochmal gegen die Grasshopper Zürichs, sowie im Testspiel gegen WSG Tirol, wurde ein 4-2-3-1-System gespielt. Dementsprechend haben wir das klassische System, was wir beim FC Bayern München in den letzten Jahren immer gesehen haben, und auch so wird es in der Saison weiterhin aussehen. Das zur taktischen Ausrichtung, mehr Infos gibt es dazu gleich, wir beginnen mit den Positionen. Im Tor haben wir natürlich eine Position, die überhaupt nicht strittig ist, das ist ganz klar. Da gesetzt unsere Nummer 1, unser Kapitän Manuel Neuer. Der beste Torhüter aller Zeiten wird auch in diesem Jahr wieder beim FC Bayern München zwischen den Pfosten stehen. Sofern der Mann fit ist, gibt es da überhaupt keinen Grund, irgendwie was auszuwechseln. Er ist die Nummer 1, er ist der beste Torhüter aller Zeiten. Er hat gerade seinen Rücktritt beim DFB bekannt gegeben. Allerdings gibt es Gerüchte, man munkelt, dass Manuel Neuer bereit ist, noch über dieses Vertragsjahr, was er hat, bis 2025, also über diese Saison hinaus, beim FC Bayern München zu verlängern und noch weiter zu spielen, was sehr, sehr krass wäre. Manuel Neuer mittlerweile 38 Jahre alt, das heißt, er ist bei weitem nicht mehr der Jüngste. Er spielt trotzdem immer noch auf einem sehr, sehr hohen Level. Das haben wir alle bei der Europameisterschaft gesehen. Gerade das zweite Gruppenspiel gegen Ungarn war richtig, richtig stark. Manuel Neuer, die gesetzte Nummer 1. Zu den Backup-Positionen müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Unsere Nummer 2 im Tor ist Sven Ulreich. Ich habe es immer wieder gesagt, er ist vielleicht der beste Backup-Torwart der Bundesliga. Definitiv in der Top 3 Sven Ulreich immer, falls Manuel Neuer ausfällt und dann klopfen wir mal auf Holz, dass es einfach nicht passiert, dass Manuel Neuer fit bleibt, dann ist Sven Ulreich da und ist unsere Nummer 2. Und dann haben wir noch einen dritten Torwart im Kasten, zu dem können wir nicht viel sagen, wir haben nicht viel gesehen, das ist Daniel Perez, der kuriert aktuell noch eine Verletzung aus, der junge Torhüter. Es gab Gerüchte, ob er ausgeliehen werden soll, stand jetzt, ich bin noch im Transferfenster, wir sind hier in der vorletzten Woche im August. Ich glaube nicht, dass es beim FC Bayern München noch irgendwas an wichtigen Transfers geben wird, maximal eben sowas wie eine Leihe von einem Daniel Perez oder irgendwie ein paar Offensivspielern. Ich habe gleich ein paar Namen, da gibt es ein paar Kandidaten, zu denen ich was sagen werde, aber da bin ich sehr, sehr gespannt, was da passieren wird. Wenn du dieses Video guckst und der Deadline Day schon gewesen ist, dann schreibt mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, was da sonst noch so passiert ist. Dementsprechend Manuel Neuer gesetzte Nummer 1, dann kommt Sven Ulreich und dann ganz zum Schluss Daniel Perez. Ich habe übrigens in diesem Kader auch zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft dabei, weil die mich in der Vorbereitung einfach extrem, extrem überzeugt haben. Du kannst ja gerne an dieser Stelle auch schon mal kommentieren, was du meinst, wer es ist, und ansonsten lass ein Like, abonniere den Kanal und wir starten mit den Feldspielern. Hinten rechts, und ich freue mich sehr über diese Position, dass es so jetzt endlich stattfindet. Nach dem Abgang von Nusir Masraoui war es relativ klar, wer da gesetzt spielen wird, auch bevor Nusir Masraouis Transfer zu Man United klar war, beziehungsweise dass es die Gerüchte gab, war für mich sehr, sehr klar, wer das spielen wird. Und zwar der Mann, der letzten Saison im Winter geholt wurde, dann allerdings nur zwei Spiele absolvieren konnte. Einmal eingewechselt und einmal leider super schlecht, weil ein gewisser Thomas Tuchel ihn anstatt hinten rechts vorne links gegen Bayer Leverkusen eingesetzt hat. In einem System, was wir sonst nie so gespielt haben. Die Rede ist vom französischen Abwehrspieler Sacha Boey. Ich persönlich bin ein sehr, sehr großer Fan von ihm. Er hat in der Vorbereitung wirklich überzeugt, auch wenn er zum Schluss nochmal eine kleine Verletzung hatte, die er aus kurieren musste, ist aber zum Ligastart fit und sollte in den ersten Wochen dann auch sich definitiv beweisen können. Sacha Boey, ein junger Verteidiger, ein hungriger Verteidiger, ist von Galatasaray Istanbul letztes Jahr zum FC Bayern München gewechselt in der Winterpause. Da hat man auf jeden Fall große Erwartungen an den jungen Mann gehabt, konnte diese dann, wie gesagt, einfach nicht erfüllen, weil er nicht die Chance dazu hatte, weil er sich so schnell verletzt hat und dann eben lange ausgefallen ist. Sacha Boey, ein sehr, sehr schneller Außenverteidiger, einer, der mit viel Tempo über die Außenbahn kommen kann, der am Ball gut ist, sehr ballsicher ist, aber eben auch giftig und nervig für die Gegenspieler, das kann man so sagen, in den Zweikämpfen, der da viel hinterhergehen wird, sich nicht zu schade ist, auch mal runterzugehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir von Sacha Boey sehen werden. Die Vorbereitung hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sacha Boey als rechter Verteidiger wird immer wieder in die Offensive mit eingebunden werden. Das ist ganz klar beim FC Bayern München. Denn auch dieses Jahr wird es in der Bundesliga wieder so sein, dass ein Großteil der Gegner vom FC Bayern sich natürlich fallen lässt, den FC Bayern kommen lässt und sich tief hinten reinstellt. Sacha Boey wird daher viel mit in die Offensive arbeiten können. Der Mann dahinter wird den Saisonstart erstmal verpassen. Er ist unsere zweite Option für die Rechtsverteidigerposition. Hat auch im Pokal das erste Pflichtspiel, was wir da hatten, von Anfang an gespielt. Ich denke mal, ihr wisst, von wem wir reden, von Josip Stanisic. Der einzige amtierende deutsche Meister, den wir in diesem Kader haben, auch ein komischer Satz beim FC Bayern München zu sagen,
Stanisic, der letztes Jahr ausgeliehen wurde für Spielpraxis in Leverkusen. Ich glaube, da zu dem Anfang der Saison hat keiner damit gerechnet, dass Leverkusen im Endeffekt so stark wird. Auch wenn ich, und da bin ich tatsächlich sehr stolz drauf auf mich, in vielen Predictions letztes Jahr gesagt habe, dass ich Leverkusen auf der 2 sehe, hinter dem FC Bayern natürlich, ne, weil Bayern gehört auf die 1. Aber Stanisic hat bei Leverkusen sich beweisen können, sowohl in der Innenverteidigung als meistens der rechte Innenverteidiger in der Dreierkette oder tatsächlich auch als rechter Außenverteidiger, als rechter Schienenspieler, wie man so schön im Englischen sagt, als Wingback. Diese Position konnte er auch spielen, hat er gezeigt. Stanisic vielfältig, natürlich nicht ganz so offensiv wie Sacha Boey, obwohl auch er, und da kann man sich natürlich, wenn ihr Leverkusen ein bisschen verfolgt habt, das werden die meisten von euch irgendwo gesehen haben, dass Stanisic auch da mal das ein oder andere wichtige Tor spät geschossen hat, unter anderem, glaube ich, im Halbfinale der Euroleague und dann auch ein Kopfballtor gegen Dortmund, das war nach dem Standard, aber das andere Tor war ein sehr, sehr schöner Konter. Jetzt haben wir ihn wieder beim FC Bayern München, er hat sich sehr, sehr gut entwickelt in Leverkusen letztes Jahr, ich bin sehr, sehr gespannt, auch in der Saison davor, man hat es ja nicht ganz verstanden, warum man Stanisic abgegeben hat, gerade in diesem Champions League Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain hat der Mann richtig, richtig stark gespielt. Gegen Leo Messi, gegen Neymar, gegen Kylian Mbappé. Da hat er die super verteidigt in der Saison. Dann wurde er ausgeliehen, hat stark bei Leverkusen gespielt. Er ist hier unsere Nummer 2 als rechter Verteidiger. Und den dritten rechten Verteidiger, den habe ich mal in Klammern gesetzt. Denn ich glaube nicht, dass dieser Spieler da großartig viele Spiele auf dieser Position spielen wird. Er ist da wirklich nur als Niet- und Notnagel, sage ich mal, eingeplant. Aber er kann diese Position einfach spielen. Es gab Gerüchte, ob man mit ihm als Rechtsverteidiger Nummer 1 in die Saison geht. Es ist nicht meiner Meinung nach da seine Position, sondern zu der kommen wir später. Deswegen habe ich ihn in den Klammern. Ihr werdet mein gesamtes Lineup am Ende vom Video auch nochmal sehen, also bleibt unbedingt dran. Aber der Vollständigkeit halber habe ich da Joshua Kimmich stehen. Er hat es bei der Europameisterschaft gut gemacht als rechter Verteidiger im DFB-Team, auch in der Rückrunde bzw. der Endphase der Saison, gerade bei den vielen wichtigen Spielen, die wir dann in der Champions League hatten, gegen Arsenal, auch das Rückspiel schon, beide Spiele, aber vor allem natürlich dann das Rückspiel gegen Lazio Rom, dann zweimal gegen Arsenal, da hat er dann ja sogar das Tor im Rückspiel geschossen, beziehungsweise geköpft, als er da als von hinten rechts bis nach vorne durchgelaufen ist gegen Real. Dann die EM da gut gespielt. Joshua Kimmich kann Rechtsverteidiger spielen, das wissen wir alle. Der ist auf dieser Position durchaus zu Hause, aber er mag es eben viel, viel lieber im Mittelfeld zu spielen. Und deswegen möchte ich zu Kimmich gar nicht viele Worte verlieren, weil zu dem sprechen wir dann gleich noch mehr. In der Innenverteidigung gebe ich euch direkt beide Spieler zusammen, die unsere Nummer 1 Innenverteidiger-Paar sein werden. Und das ist keine große Überraschung. Dayot Upamecano zusammen mit Min-Jae Kim. Wer im Endeffekt rechts spielt, wer links spielen wird, ist egal. Upamecano hat schon gesagt, er kann beide sein. Gleiches gilt auch für Min-Jae. Da kommt es dann einfach darauf an, wann man sich wie einspielt und wer welche Präferenz hat. Fangen wir an mit Dayot Upamecano. Stand im Halbfinale der Europameisterschaft für Frankreich wieder sehr, sehr stark. Und das an dieser Stelle ein Hot-Take von mir für die Saison. Dayot Upamecano wird von Vincent Kompany zum besten Innenverteidiger der Bundesliga gemacht. Und ich glaube nicht, und da nach dieser Saison, beziehungsweise zum Ende der Saison, wird man ernsthaft darüber sprechen, dass Dayot Upamecano zu den besten Innenverteidigern der Welt gehört. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass dieser Fall eintreten wird. Ich bin schon immer ein Riesenfan von Upamecano. Er kriegt zu viel Hate. Er hatte eine sehr, sehr schwierige vergangene Saison. Viele Fehler, gerade in wichtigen Spielen gemacht. Unter anderem der Platzverweis und Elfmeter, der verschuldet hatte im Achtelfinal-Hinspiel gegen Lazio Rom. Dann ein Spiel später in der Bundesliga, auch mit Gelb-Rot, glaube ich, war es da vom Platz geflogen und wieder ein Elfer verursacht gegen den VfL Bochum. Das war sehr, sehr schwierig, gerade diese Endphase der Saison. Dann auch viel auf der Bank gesessen. Dayot Upamecano, Vincent Kompany setzt auf ihn. Er möchte eben, dass er das Spiel aufbaut, von hinten den Aufbau leitet, den Anführer in der Abwehr ist. Und ich feiere Upamecano sehr, ihr wisst es seit Jahren. Seitdem er beim FC Bayern spielt, liebe ich diesen Mann. Die ersten 3 Jahre, die er jetzt hatte in München, die waren nicht so einfach, aber ja, Nummer 4 sollte jetzt eben vielleicht hoffentlich dann seine Saison sein, in der er sich als einer der besten Innenverteidiger präsentiert, denn dass er auf einem Top-Top-Top-Level spielen kann, das wissen wir alle. Guckt euch einfach nochmal die WM 2022 an, was er da mit Frankreich abgerissen hat, bis ins Finale war krank, auch im Finale sehr, sehr stark gegen Messi gewesen und bei dem Turnier, Fun Fact, der einzige Spieler gewesen, der kein einziges Mal ausgedribbelt wurde, Dayot Upamecano. Also mein Nummer 1 Innenverteidiger tatsächlich auch beim FC Bayern, auch wenn das wahrscheinlich viele anders sehen. Und daneben haben wir Min-Jae Kim. Min-Jae hat für mich viel zu viel Hate abbekommen. Der war in der letzten Saison, in seinem ersten Jahr wohlgemerkt, beim FC Bayern München, nach einer fetten Umstellung, was Kultur, Sprache angibt und die gesamte Umgebung, war der in der Hinrunde so, so stark. In der Rückrunde hatte er auch eher ab und zu einen Bock drin, dann waren ja irgendwann auch Dyer und De Ligt auf einmal unsere Innenverteidigung auch angeschlagen, Min-Jae immer wieder was verpasst, gerade dann nach dem Asien-Cup war es schwierig für ihn wieder richtig reinzufinden, weil er natürlich auch mitten in der Bundesliga-Saison lag. Min-Jae hat für mich zu viel Kritik abbekommen, zu viel Hate, zu Unrecht, weil er ist ein sehr, sehr guter Innenverteidiger und das hat er in der ersten Hälfte der Saison bewiesen, dass er auf einem Top-Level spielen kann, auch wenn die zweite Hälfte nicht so stark war. Verstehe ich nicht, warum so viele Leute unsere Innenverteidigung, das Upamecano
Upamecano und Min-Jae Kim so sehr haten. Klar, es gibt da Schwachstellen, klar, es gibt immer wieder Aussetzer, aber insgesamt ist das eine Innenverteidigung, die die beste der Welt sein kann, die ein Weltklasse-Level ist und ein Weltklasse-Level erreichen kann. Das Potenzial haben schon beide gezeigt, Upa und Min-Jae. Ich finde unsere Abwehr wesentlich besser, als viele sagen. Kommen wir zur Backup-Position Nummer 1 und das ist Eric Dier. Formal für die rechte bzw. linke Seite, wo auch immer, letzte Saison musste er dann ja oftmals den linken Innenverteidiger spielen, als dann eben Matthijs de Ligt die rechte Seite bespielt hat. Das wird, glaube ich, in diesem Jahr nicht mehr passieren, denn, und da haben wir Backup Nummer 2, Hiroki Ito ist da. Und mit Ito haben wir einen Linksfuß verpflichtet für diese Innenverteidigerposition, der eben auch links außen spielen könnte, aber erstmal in der Innenverteidigung natürlich mit links ein anderes Element in das Spiel bringen, was beim FC Bayern im letzten Jahr gefehlt hat. Davor hatten wir sehr, sehr lange David Alaba in der Innenverteidigung und Linksfuß konnte das Spiel aufbauen, oder jetzt natürlich auch kürzlich ja noch Lucas Hernandez, der die Position auch gespielt hat, von links eben mit seinem linken Fuß ein anderes Element in diese Abwehr gebracht hat. Das macht jetzt Hiroki Ito, auch wenn er dem FC Bayern München erstmal vermutlich bis zum Winter fehlen wird, hier zum Anfang der Bundesliga-Saison oder generell der Saison. Dennoch denke ich mal, dass Hiroki Ito ein sehr, sehr kluger Transfer war, hat jetzt nicht ewig viel Geld gekostet, hat sich beim VfB Stuttgart in der letzten Saison definitiv zeigen können. Eric Dier dadurch dann auf die rechte Position freigerückt, das wird dann seine Standardposition sein, sofern Hiroki Ito eben dann wieder genesen ist. Da hoffen wir natürlich auch auf eine schnelle Genesung. Eric Dier hat letztes Jahr gezeigt, einen super Transfer, wenn man das mal vergleicht mit Tottenham, die Radu Dragojin verpflichtet haben, den rumänischen Innenverteidiger aus der Serie A, den der FC Bayern im Winter auch haben wollte, aber 40 Millionen hätte bezahlen müssen. Und der FC Bayern ein Zehntel von diesem Preis an die Spurs gezahlt hat. 4 Millionen Euro für Eric Dier und die vielen wichtigen und guten Spiele, die Dier dann im vergangenen Jahr für den FC Bayern München in der Rückrunde gemacht hat, war das ein klasse Deal, absolut underrated. Und deswegen war Eric Dier unter anderem, deswegen war Eric Dier auch der einzige Innenverteidiger in diesem Sommer beim FC Bayern München, der als unverkäuflich galt, weil er eben einen günstigen Vertrag hat und dafür echt extrem, extrem starke Leistung gebracht hat. Eric Dier und Ito, das sind unsere Innenverteidiger Nummer 3 und 4. Dann haben wir als Nummer 5 einen Innenverteidiger, auch wenn er wieder fit ist, natürlich Josip Stanisic. Ich habe eben schon viel zu ihm gesagt, deswegen hier nochmal kurz der Quick Breakdown, die schnelle Zusammenfassung. Stanisic hat bei Bayer Leverkusen eben auch den rechten Innenverteidiger in der Dreierkette gespielt, in der Vorbereitung beim FC Bayern München auch zwischendurch mal in die Innenverteidigung gerutscht, das da gespielt. Josip Stanisic, zweikampfstark, kopfballstark, guter Mann, kann auch in der Innenverteidigung spielen. Und dann haben wir noch einen weiteren Innenverteidiger, bei dem ich hoffe, dass wir ihn irgendwann diese Saison endlich mal sehen werden. Und das ist Tarek Buchmann. Der Mann hat eine sehr, sehr schwere Oberschenkelverletzung, hat die ganze letzte Saison verpasst, obwohl er auch schon im Profikader gelistet war. Das heißt, er sollte ursprünglich eben in der letzten Saison auch mit der ersten Elf spielen. Dazu ist es nicht gekommen. Jetzt ist er immer noch in der Reha, trainiert zum Anfang der Saison noch nicht mit der Mannschaft. Aber auch das kann nicht mehr so lange dauern. Tarek Buchmann, der letzte Innenverteidiger, den wir hier haben. Ich merke jetzt gerade schon, dass es hier auf jeden Fall ein langes Video sein wird. Deswegen, wenn du es noch nicht getan hast, lass einen Daumen oben da, abonniere den Kanal, hol dir vielleicht noch was zu trinken, lehn dich gemütlich zurück und schau den Rest von diesem Video an. Wir machen nämlich weiter mit der Linksverteidigerposition und da ist natürlich ganz klar, wer unsere Nummer 1 ist, Alphonso Davies. Ich glaube nicht, dass in diesem Sommer noch ein Abgang zustande kommt, ich kann es mir nicht vorstellen. Ob sein Vertrag verlängert wird, das könnte sich noch herausstellen, denn wenn er Weltklasse Leistung bringt, dann ist der FC Bayern München bereit, ihm das Gehalt zu zahlen, was er fordert, und das sind an die 20 Millionen Euro angeblich, und da kommen immer wieder verschiedene Berichte hoch, soll Real Madrid, zu denen er dann im nächsten Jahr ablösefrei wechseln könnte, auch nicht bereit sein, ihm so viel Gehalt zu zahlen, sondern eher diese 14 bis 15 bis 16 Millionen Euro, die er auch aktuell beim FC Bayern München verdient. Von daher bleibt es sehr, sehr spannend in der Personalie. Alphonso Davies hat natürlich dann nochmal zum Ende der Saison ein sehr, sehr wichtiges Tor gegen Real Madrid im Rückspiel geschossen, was uns lange, lange, lange bis ins Finale gebracht hätte. Dann ja, ist es anders gekommen. Alphonso Davies, ich bin sehr gespannt. Er muss eben um seinen Vertrag spielen, hat einen guten Copa America gespielt, ein gutes Turnier, da die Kanadier als Kapitän bis ins Halbfinale geführt und dann im Endeffekt den dritten Platz gewonnen. Ich bin sehr gespannt. Er muss eben Leistung in die Saison, egal ob er in Zukunft bei Bayern spielen will oder bei Real Madrid, Alphonso Davies muss abliefern und das auf einem ganz, ganz hohen Level. Denn wenn er das nicht macht, dann kommt sein Backup dahin. Und der Mann hat in der letzten Saison auch bewiesen, dass er ab und zu mal den Vorzug bekommen hat. Die Rede ist vom Portugiesen Rafael Guerreiro. Der Mann hatte auch mit vielen Verletzungen zu kämpfen in der letzten Saison, kam ablösefrei von Borussia Dortmund zum FC Bayern München, war auch schon mal
Dortmund immer wieder verletzungsanfällig, immer wieder ausgefallen. Rafael Guerreiro ist ein super Spieler, wenn er fit ist, gerade weil er andere Elemente ins Spiel vom FC Bayern bringt, als es Alphonso Davies tut. Während Davies eben sehr über sein Tempo kommt und seinen Drang in die Offensive, ist Rafael Guerreiro eher einer, der über seine Ruhe am Ball und seine Ballsicherheit kommt. Er ist sehr, sehr passsicher, sehr, sehr, sehr dribbelsicher, hat nicht diese unnötigen, risikohaften Ballflüsse, die Davies hat, hat andererseits natürlich aber auch nicht dieses Tempo und dann teilweise diese Genie-Idee und das Selbstvertrauen mal komplett durchzurennen, so wie es Alphonso Davies tut. Da haben wir dann eben zwei sehr, sehr verschiedene Profile auf dieser Linksverteidigerposition mit Rafael Guerreiro, ein Mann, der auch potenziell immer mal wieder ins Zentrum vorrücken könnte. Da habt ihr es dementsprechend an dieser Stelle schon gehört, auch Guerreiro könnte natürlich im Zentrum eingesetzt werden. Das ist also eine sehr, sehr spannende Personalie. Die Linksverteidigerposition wird, denke ich mal, zwischen den beiden ausgemacht. Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass Rafael Guerreiro Alphonso Davies da von seinem Thron irgendwie runterkicken könnte. Linksverteidiger Nummer 3 möchte ich nur noch kurz ein paar Worte zu verlieren. Ich habe eben schon drüber gesprochen, das ist Hiroki Ito. Er ist beim VfB Stuttgart in der Dreierkette oftmals links gespielt. Er hat es aber auch gezeigt, dass er es als Linksaußen spielen könnte, auch wenn es da die Dreierkette beim VfB natürlich anders strukturiert ist mit einem Schienenspieler auf links als einem richtigen linken Verteidiger. Aber auch ihn sehe ich da, Hiroki Ito, potenziell einer, der die Linksverteidigerposition spielen kann. Und dann haben wir den ersten Spieler aus der zweiten Mannschaft, den ersten Jugendspieler, den ich hier in dieser ersten Elf sehe, bei dem ich mir ziemlich sicher bin, dass der mal einen Einsatz bekommen wird in der Bundesliga oder in einem Pflichtspiel für die erste Mannschaft in der Saison. Und das ist Adam Asnu. Der junge Abwehrspieler hat sich in dieser Vorbereitung definitiv beweisen können, hat, sofern ich weiß, in allen Vorbereitungsspielen geliefert, hat in allen Vorbereitungsspielen gespielt und hat sich immer wieder positiv empfehlen können, mit einem Kampfgeist, mit einer Ballsicherheit, mit einer gewissen Finesse am Ball und natürlich einem guten Tempo. Adam Asnu, junger Mann, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir von ihm etwas in dieser Saison sehen werden. Dementsprechend haben wir unsere Abwehrreihe jetzt durch. Noch einmal kurz zur Zusammenfassung. Adeloyer Nummer 1 im Tor, Bowie Nummer 1 hinten rechts, Upamecano und Minjay sollte unsere Stamminnenverteidigung sein und unser Linksverteidigerstamm sollte Davies sein. Damit können wir ins zentrale Mittelfeld springen und da ist nun endlich ein Spieler gekommen. Ich verspreche, es ist das letzte Mal, dass ich das Wort in den Mund nehme. Unsere Holding Six ist da. João Palhinha wird natürlich im defensiven Mittelfeld gesetzt sein. Der Portugiese kommt über seine Zweikampfstärke. In der Premier League einer der besten Tackler der Saison gewesen im vergangenen Jahr. Generell sehr, sehr zweikampfstark. Hat er auch bei der Europameisterschaft für Portugal gezeigt. Wenn er auf dem Platz stand, war er immer sehr physisch in den Zweikämpfen, sehr giftig, viel, viel Attacke gemacht. Sehr physisch, schrecklich davor, zurück zu einer Grätsche runterzugehen. Und das sind Spieler, die aktiven Zuschauer wissen, die ich persönlich sehr, sehr mag. Sowas wie einen João Palhinha, der eben viel auch runtergeht. Sehr, sehr cooler Spielertyp, auch gut am Ball, aber das müssen wir uns gar nicht so viele Gedanken zu machen, wie gut er am Ball ist, denn dafür haben wir seinen Nebenmann und das wird jetzt wieder Joshua Kimmich sein. Gesetzt im Mittelfeld und er muss nicht mehr diese Rolle des defensiven Mittelfeldspielers aufnehmen. Er kann eben, weil er mit Palhinha einen richtig defensiven Mann neben sich hat, weiter in die Offensive vorrücken, mehr Meter nach vorne machen, vorne die Bälle verteilen. Wir werden es im Spielaufbau auch immer wieder sehen, dass sich João Palhinha zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lässt, wenn die es breit machen, wenn Davies und Bowie die beiden Außenverteidiger hochschieben oder eben auch, dass die beiden Außenverteidiger hochschieben. Palhinha wird schräg nach links sich fallen lassen auf die Linksverteidigerposition oder linke Innenverteidigerposition, um dann einen Dreieraufbau von hinten gewährleisten zu können, während Joshua Kimmich sich dann eben komplett ins Zentrum schiebt, um die Bälle von da aus weiter zu verteilen. Das ist unsere Doppel-6 Nummer 1. Eine einzige Sache, die ich daran wirklich schade finde, ist, dass Alexander Pavlovic vermutlich nicht so viele Spielzeiten bekommen wird. Der Mann hat ja leider schon die Europameisterschaft verpassen müssen aufgrund eines Infekts und dann war er immer wieder angeschlagen und dies und das und hat im Endeffekt das Turnier nicht mitspielen können, was sehr, sehr schade ist, weil ich es gerade ihm so sehr gegönnt habe. Ein junger Mann, der erst im Oktober sein Pflichtspiel Debüt für den FC Bayern gegeben hat, dann Anfang des Jahres den ersten Profivertrag unterschrieben und eine wirklich wichtige Rolle gespielt in vielen Spielen in der Rückrunde für den FC Bayern. Eine sehr, sehr geile Geschichte. Alexander Pavlovic, ein übertrieben geiler Spieler. Ich hoffe, dass er auch auf seine Einsatzminuten kommen wird. Für ihn wird es allerdings zunehmend schwieriger sein. Gleiches gilt für den Mann, der gefühlt auf dem Abstellgleis momentan abgestellt wurde und das ist Leon Goretzka. Auch er war nicht bei der Europameisterschaft dabei. Nach dem Ausfall von Pavlovic sind ja so gut wie alle Fußballfans in Deutschland davon ausgegangen, dass jetzt Leon Goretzka fürs zentrale Mittelfeld nominiert wird. Pustekuchen, Nagelsmann hat lieber Emre Can mitgenommen, der dann sogar im Viertelfinalspiel gegen Spanien in der Startelf stand. Leon Goretzka hat es in der Vorbereitung nicht einfach gehabt, hat sich jetzt nicht richtig präsentieren können, hat nicht richtig gut gespielt und wurde dann schon im ersten Pokalspiel gegen den SSV Ulm gar nicht erst berücksichtigt, obwohl er fit war und zuvor noch mit der Mannschaft trainiert hat. Er wurde nicht mitgenommen im Kader, was eine sehr, sehr harte Entscheidung gegen Leon Goretzka ist. Er möchte den Verein aber trotzdem nicht verlassen, auch da, falls sich da überraschend noch was ergibt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das Video nach dem Deadline Day schaut.
Das ist also weiterhin eine sehr, sehr spannende Personalie, zumal Goretzka ja wirklich zum Ende der letzten Saison echt gut war und sich mit viel Einsatz viel gekämpft hat und wirklich viele gute Leistungen gebracht hat. Deswegen ist es jetzt umso mehr schade für ihn, dass er an diese Leistung in der Vorbereitung erstmal nicht rangekommen ist. Und dann haben wir noch einen Spieler im zentralen Mittelfeld, den wir einsetzen können, und das ist Konrad Leimer. Ich denke mal, er wird die geringste Rolle spielen. Er ist zwar ein giftiger Spieler, der viele Meter machen kann und vielleicht dann auch mal, wenn man nochmal zurückliegt und im Pressing noch einen Mittelfeldmann braucht und dann eher eine offensivere Option, dann kann man da wahrscheinlich auf Konrad Leimer setzen, gerade weil er eben so gut pressen kann, weil er so gut den Bällen hinterhergeht, weil er so ein giftiger und nerviger Gegenspieler ist für die Gegner vom FC Bayern München. Allerdings wird Konrad Leimer vermutlich mal die geringste Rolle in diesem Mittelfeld spielen. Ich bin natürlich sehr gespannt, wie es auch da aussehen wird. Das alles, und das gilt für alle Positionen, die ich in diesem Video bespreche, kann natürlich nochmal irgendwie durchgewechselt werden, wenn es zu Verletzungen kommt und so weiter. Auch da klopfen wir auf Holz, hoffen natürlich, dass unsere Jungs fit bleiben und sich da keiner verletzt. Aber bei Rotation und so weiter kann das immer mal durcheinander gebracht werden. Damit springen wir in die Offensive. Die Offensive natürlich das, was am meisten Leute interessiert. Auch da haben wir einen Superstar-Neuzugang, der jetzt schon am Anfang richtig geil ausgesehen hat. Und wir fangen direkt an auf der rechten Außenbahn. Natürlich Michael Olise. Der Mann wird unser gesetzter rechter Flügel sein. Michael Olise in diesem Sommer von Crystal Palace zum FC Bayern München gewechselt. Dann hat er noch mit der französischen U23 an den Olympischen Spielen teilgenommen und da die Silbermedaille gewonnen. Besser waren nur die jungen Spieler aus Spanien. Olise jetzt beim FC Bayern dabei. Zwei Einsätze zu dem Zeitpunkt, zu dem ich hier dieses Video aufnehme. Einmal im DFB-Pokal, wo er nach 2 Minuten direkt das erste Tor vorgelegt hat und dann auch nochmal im Testspiel gegen die Grasshopper Zürich. Auch da hat er getroffen, viele Abschlüsse gesucht. Michael Olise bringt was in dieser Offensive mit, was beim FC Bayern München gerade in der zweiten Hälfte der Saison vermisst wurde. Und zwar ein sehr, sehr torgefährlicher Flügelspieler. Der fitte Leroy Sané vom Anfang der letzten Saison, der war auch sehr torgefährlich, hat da richtig Randale gemacht in den ersten 6, 8, vielleicht auch 10 Wochen der Saison. Das wurde dann immer weniger, umso mehr mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Jetzt haben wir Michael Olise auch endlich mal einen Flügelspieler, und das war beim FC Bayern in den letzten Jahren gefühlt seit Robben und Ribéry nicht mehr so, dass wir einen Flügelspieler haben, der wirklich ein rechter Flügel ist. Michael Olise spielt nicht im Zentrum oder halbrechts oder links. Nein, er ist ein rechtsaußen rechter Flügelspieler, und das finde ich sehr, sehr geil. Ein Linksfuß aus Frankreich, es fühlt sich an wie eine Kombination aus allen Robben und Franck Ribéry. Ein Spieler, über den ich mich sehr, sehr freue, auf den ich mich sehr, sehr freue, von dem viel beim FC Bayern München zu sehen. Mich würde es auf gar keinen Fall überraschen, wenn der Mann im Endeffekt bei 17, 18 Scoren allein in der Bundesliga am Ende dieser Saison steht. Auch da, wenn ihr es zum Ende guckt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Sein Backup Nummer 1 und der Spieler, der gerade vielleicht am Anfang der Saison noch etwas mehr Minuten als Olise bekommen wird, ist Serge Gnabry. Gnabry hatte vielleicht die schwerste Saison aller Bayern-Spieler im vergangenen Jahr. Eine super Vorbereitung gespielt, sich in der ersten Runde im DFB-Pokal verletzt gegen Preußen Münster, Unterarmbruch, dann zurückgekommen gegen Frankfurt, als man 5:1 in Frankfurt verloren hat, nach wenigen Minuten mit einer Knieverletzung ausgewechselt worden, dann wieder zurückgekommen, 2 verschiedene Muskelverletzungen im Oberschenkel, beziehungsweise vielleicht war es auch einfach die wiederkehrende Verletzung im Oberschenkel, nachdem er gut gegen Arsenal gespielt hat und gut gegen Real Madrid in diesen Champions League Spielen, die so wichtig waren, jeweils verletzt raus. Jetzt ist er wieder fit, hatte den ganzen Sommer Zeit, sich auszukurieren, weil auch er offensichtlich nicht mit zur Europameisterschaft genommen wurde, weil er einfach so, so wenig gespielt hat. Serge Gnabry wird vermutlich in den ersten paar Wochen, drei, vier Spieltage noch den Vorzug vor Olise bekommen, einfach weil er das System besser kennt, weil er länger da war in der Vorbereitung und natürlich auch nicht diese Sprachbarriere hat, obwohl man muss natürlich auch da fairerweise sagen, Olise spricht Englisch, ist in England geboren, spricht sein ganzes Leben lang Englisch, der kann sich natürlich auf diesem Team, was sowieso mit einem Harry Kane vorne drin, das ist ja klar, auf Englisch und dem Trainer-Company auf Englisch kommunizieren kann, aber ich denke mal, gerade am Anfang wird Gnabry noch den Vorzug bekommen. Bevor wir die Flügelzange zumachen, machen wir erstmal auf der Zehner-Position weiter, und Freunde, also ich glaube, das ist vielleicht die offensichtlichste Position natürlich, auf der 10 ist gesetzt Jamal Musiala. Der Mann hat eine super EM gespielt. Jamal Musiala hat so Spaß gemacht. Ein geiles Turnier gespielt. Zu Recht in der 11 des Turniers gewesen. Zu den besten Spielern gehört. Sehr, sehr viel Spaß gemacht, der Mann. Auch jetzt in den Tests. Immer wieder wurde bei ihm drauf geachtet, dass er auch Pausen zwischendurch bekommen hat. Jetzt im Spiel gegen Grasshopper Zürich hat er zum Beispiel wieder pausiert, aber dann auch von Anfang an gespielt im Spiel gegen SSV Ulm im DFB-Pokal. Jamal Musiala wird sehr, sehr viel Spaß machen dieser Saison. Marktwert aktuell bei 130 Millionen Euro. Es würde mich nicht überraschen, wenn Jamal Musialas Marktwert zum Ende der Saison die 150 Millionen Euro erreicht oder sogar überschreitet. Musiala, ein Hammerspieler, auf der Nummer 10 gesetzt. Das wird so viel Spaß machen, was wir mit Musiala, Olise und den anderen Offensivspielern, die ich euch gleich noch nennen werde, in dieser Offensive haben werden. Dann machen wir weiter mit seinem Backup. Es ist vielleicht sehr wahrscheinlich sein letztes Jahr in München.
sein letztes Jahr seiner Karriere. Es geht natürlich um unsere Nummer 25, Thomas Müller. Er wird weniger Einsätze bekommen, aber er hat direkt mal im ersten Spiel im Pokal gezeigt, dass er immer noch verdammt heiß ist. Thomas Müller direkt mit einem Doppelpack, fast sogar einen Hattrick gegen den SSV Ulm in der ersten Runde im DFB-Pokal. Und es ist nicht so, dass Ulm irgendwie ein Viertligist oder so ist. Die spielen in der zweiten Bundesliga. Das ist kein verkehrtes Team. Von daher, und Thomas Müller hat in diesem Spiel richtig, richtig viel Spaß gemacht, war da sehr agil, auch gegen Grasshopper Zürich im Testspiel wieder getroffen. Thomas Müller kann uns in dieser Saison wirklich viel, viel Freude bereiten. Wahrscheinlich ist es seine letzte. Ich hoffe, wir haben noch sehr, sehr viele geile Momente von und mit Thomas Müller. Und eine dritte Position für diese Zehnerposition haben wir noch. Ein Mann, der auch in der Vorbereitung überzeugt hat, dennoch sehr, sehr wenig spielen wird. Und er ist noch nicht der zweite Spieler aus der zweiten Mannschaft, denn er ist offiziell im Profikader gelistet. Rede ist von Gabriel Vidovic. Der junge Mann, der jetzt das vergangene Jahr ausgeliehen war, ist zurück beim FC Bayern München, konnte sich in der Vorbereitung präsentieren. Besonders eben sein 1:0-Tor gegen die Tottenham Hotspur im ersten Testspiel der Saison gegen die Spurs. Das war ein großer Moment für ihn. Da hat er gezeigt, er hat was drauf. Auch in den anderen Spielen konnte er sich präsentieren. Ich glaube allerdings, dass die Qualität gerade in der Offensive beim FC Bayern einfach zu groß ist und dass Gabriel Vidovic sehr, sehr wenig Einsatzzeit bekommt. Und dann haben wir die linke Seite in dieser Offensive und die ist richtig, richtig gut besetzt. Unser Nummer 1 linker Flügel, das wird sehr, sehr spannend, weil wir damit zwei Linksfüße auf den beiden Außenpositionen haben, ist Leroy Sané. Auch er wird den Saisonstart erstmal verpassen. Nach der Europameisterschaft direkt operiert worden, seit dem Winter mit Beschwerden gespielt. Es war immer wieder die Schambeinverletzung. Zuletzt hat er ja wirklich in der ganz heißen Phase die Bundesligaspiele zwischen den Champions League Spielen ausgesetzt, um nur noch in der Champions League zu spielen. Dann auch ein sehr, sehr wichtiges Tor im Hinspiel gegen Real Madrid geschossen, was auch bei ihm so ein bisschen den Bann losgelöst hat. Keine wirklich starke Europameisterschaft leider gespielt, obwohl er auch da immer wieder Vertrauen und Einsatzzeiten bekommen hat. Aber er hat halt einfach immer noch mit diesen Verletzungen gekämpft. Jetzt wurde er operiert, jetzt hat er die Reha. Ich hoffe, er lässt sich da Zeit, dass da nichts überstürzt wird. Leroy Sané wird allerdings auch zum Saisonstart die ersten Spiele noch verpassen. Und dann ist es ein bisschen eine 50-50 Sache, wer auf der Position spielen wird. Erstmal könnte es ein Franzose sein, das wird ziemlich sicher ein Franzose sein. Die Frage ist nur, wer? Ich habe hier erstmal als Nummer 2 generell in meinem Lineup, in meiner Aufstellung hier, Kingsley Coman. Ich glaube, Coman ist auch eine schwierige Personalie. Es gab die Gerüchte zu Paris Saint-Germain, es gab die Gerüchte zu Barcelona mit einer Leihe. Die haben jetzt ja schon Probleme, Dani Olmo zu registrieren. Dementsprechend wird es, glaube ich, mit einem Kingsley Coman noch schwieriger. Paris Saint-Germain immer noch ein Verein, der jetzt potenziell daran interessiert sein könnte. Allerdings haben die jetzt mittlerweile auch offiziell die Verpflichtung von Désiré Doué verkündet, den wir ja nicht bekommen haben. Linksaußen Franzose, also das gleiche Spielerprofil ungefähr wie Kingsley Coman. Coman auch jetzt durchwachsen der Vorbereitung gewesen, nicht zu viele Einsätze bekommen, eben weil es diese Gerüchte mit dem Wechsel gab. Auch er sehr spät erst zur Mannschaft dazugestoßen, weil er halt mit Frankreich noch im Halbfinale der Europameisterschaft stand. Kingsley Coman, deswegen könnte er momentan für die ersten paar Wochen der Saison die Nummer 1 auf dem linken Flügel sein. Ich hoffe es aber ganz ehrlich nicht, denn ich hoffe, es ist der Mann dahinter und das ist Mathys Tel. Ich hoffe, dass Mathys Tel die Chance bekommt, in den ersten Wochen die linke Außenposition für sich zu beheimaten. Er hat auch im Pokal da starten dürfen, hat dazu gegebenermaßen nicht wirklich ein Spiel gefunden und nicht gut gespielt gegen den SSV Ulm. Allerdings glaube ich, dass es nur besser werden kann. Es war einfach ein Ausrutscher im Testspiel gegen die Grasshopper Zürich, wurde er dann auch nur eingewechselt, hatte allerdings mit einem richtig, richtig geilen Tor nochmal auf sich aufmerksam gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir von Mathys Tel sehen werden. Junger Franzose sollte ja eben nicht mit zu Olympia, um die Vorbereitung beim FC Bayern mitzumachen, weil er, und das habe ich euch vor einigen Wochen in einem Video auch schon berichtet, weil er ein wichtiger Teil in diesem Team, in dieser Offensive von Vincent Kompany ist. Und dann haben wir noch einen Spieler, der vollständigkeitshalber für diese Offensive, und das ist Ajon Ibrahimovic. Auch er war ausgeliehen im vergangenen Jahr. Ich bin mal sehr gespannt, was wir von ihm sehen werden. Auch er fehlt erstmal verletzt hier in diesen ersten Wochen beim FC Bayern München. Da bin ich sehr gespannt, was wir sehen werden. Und dann müssen wir zu guter Letzt natürlich auch noch über die Stürmerposition sprechen. Und da ist es ganz klar. Er hat in der vergangenen Saison 46 Spiele für den FC Bayern München bestritten, 45 Tore geschossen, dazu noch 12 Tore aufgelegt. Die Sprache ist natürlich von Harry Kane. Kapitän der englischen Nationalmannschaft, im Finale der Europameisterschaft gestanden. Auch er hatte noch mit Verletzungen zu kämpfen. Jetzt ist er aber wieder fit. Rückenprobleme haben ihn etwas von seinen Topleistungen abgehalten. Jetzt ist er wieder fit. Harry Kane, ich erwarte so, so Großes von ihm. Gerade in der Offensive sind wir jetzt so gut aufgestellt. Olise, Müller, Sané, Gnabry, Coman, Tel, Müller, Musiala, Vidovic, Ibrahimovic. Das sind so, so viele gute, junge Spieler, mit denen wir arbeiten können, mit denen Harry Kane eben zusammen spielen kann und mit denen wir richtig, richtig Attacke machen können. Der FC Bayern München wird sicherlich sehr, 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 sehr viele Tore in der Saison schießen. Würde mich nicht wundern, wenn Harry Kane seine 36 Bundesliga-Tore, für die er übrigens den goldenen Schuh verliehen bekommen hat,
hat, nochmal übertrifft, ob es die 42 von Lewandowski werden. Das ist schwierig zu sagen, aber diese 36, die er geschossen hat, kann Harry Kane sicherlich übertreffen. Der zweite Stürmer, Backup, Numero Uno, Nummer 1 ist Matthijs Tel. Ich habe gerade viel zu ihm gesagt. Ein schneller, dribbelstarker, selbstbewusster Spieler mit einem sehr, sehr starken Abschluss, der eben noch sehr, sehr jung ist und noch viel lernen kann. Gerade einmal 20 Jahre alt ist Matthijs Tel. Ich feiere ihn sehr. Ich habe seinen Namen auf meinem Auswärtstrikot. Matthijs Tel wird in dieser Saison, ich sag's euch, der wird dieses Jahr, ist das Jahr in der Bundesliga, in dem er sein Breakout-Jahr hat. Der wird mehr als 10 Tore schießen. Das hat Nagelsmann vor 2 Jahren schon gesagt. In seinem ersten Jahr beim FC Bayern hat Nagelsmann an der PK gesagt, ganz, ganz früh, ich traue Matthijs Tel 10 Bundesliga-Tore zu. Bisher wurde er viel zu wenig eingesetzt, vor allem auch, weil Thomas Tuchel ihn so oft erst für 10, 15 oder sogar nur 5 Minuten eingewechselt hat. Zum Ende hin der Spiele, Matthijs Tel wird eine größere Rolle spielen und mindestens 10 Bundesliga-Tore schießen. Das gebe ich euch hier schriftlich. Und dann haben wir noch eine Position. Ihr fragt euch sicherlich, wo ist denn jetzt der zweite Youngster? Genau hier ist er. Auch da würde es mich nicht wundern, wenn er Einsätze bekommt. Die Rede ist von Nestroy Iran Kunda. Ich feiere den Mann sehr. Aus Australien zum FC Bayern München gewechselt. Eigentlich erstmal für die zweite Mannschaft vorgesehen. Hat sich allerdings in diesen ersten Spielen, Testspielen in diesem Sommer, echt gut präsentieren können. Das hat richtig Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Ein kleiner, flinker, unfassbar starker und sehr, sehr talentierter Fußballer, den wir hier in unseren Reihen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Nestor Iran Kunde in der Bundesliga auf irgendwie auch sowas wie 8 Einsätze, 3 Tore am Ende des Jahres kommt. Ich hoffe doch, Startelf-Einsätze sind natürlich sehr, sehr schwierig, aber ich zähle auf Nestor Iran Kunde. Das war dann auch unsere gesamte Aufstellung. Ihr seht hier jetzt nochmal alle Positionen eingeblendet. Ihr könnt ja mal gerne pausieren, um das nochmal durchzuchecken, welche Position euch fehlt, wen ihr wo seht. Schreibt natürlich auch euer Feedback in die Kommentare bei Coman, Sané. Da kann es so alles sein, dass die alle mal auf rechts eingesetzt werden. Gnabry könnte auch auf links sein. Dementsprechend, da kann immer ein bisschen durchrotiert werden, Freunde. Würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Checkt meinen Kanal ab, abonniert meinen Kanal, guckt euch unbedingt noch ein anderes Video an oder checkt ab, ob jetzt gerade ein Livestream ansteht. Dann schaut da vorbei, würde mich sehr freuen. Haut rein, ciao, ciao.